Getriebeheuler, Elektromotor sirren oder das Pfeifen eines Konverters. Das sind alles Geräusche, die aufgrund ihrer Tonalität oder besser Tonhaltigkeit so besonders störend und nervend sind und deswegen von uns Akustikingenieuren untersucht und analysiert werden müssen. Aber welche Analyse nehme ich da? Womit geht das am besten? Eine klassische FFT-Analyse spiegelt diesen Effekt nicht wider. Das ist dann mehr so ein Stochern im Trüben. Ich sage immer, wer bei seiner Präsentation mit Kringeln und Pfeilen auf einen Fleck hinweist und sagt, dieser Fleck, das ist das Problem, darum sitzen wir heute hier, der muss nicht besser skalieren, der nutzt schlichtweg die falsche Analyse. Gerade bei der Tonhaltigkeit gibt es viele verschiedene Analysen, die manchmal widersprüchliche Ergebnisse liefern und bei einigen hat man das Gefühl, da kommt irgendwie nur Schrott raus. Ich stelle hier die wichtigsten Analysen vor. Wie funktionieren sie? Wann funktionieren sie? Und wann funktionieren sie eben nicht? Wer dieses Tutorial sich anguckt, der hat Tonalität verstanden und kann beim nächsten Heuler, der da kommt, in der Abteilung mal so richtig Eindruck bei den Kollegen machen. Und dass das gleich klar ist, das hier, das ist nicht der Einführungskurs in die Akustik. Das hier, das ist für Profis. Bereit? Herzlich willkommen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein paar Messungen mitgebracht, die alle ein Tonhaltigkeitsproblem haben, aber auch verschiedene Analysen, die dafür geeignet sind und zunehmend geeignet sind. Ich werde dann also die Schwächen und die Stärken von den verschiedenen Analysen ausführlich erklären. Wenn Sie gerade überhaupt keine Zeit haben, weil bei Ihnen die Hütte brennt und Sie wollen einfach nur wissen, was soll ich jetzt nehmen, damit ich das Problem lösen kann, gucken Sie einfach die letzten 5-6 Minuten von dem Video an, dann fasse ich nochmal das Wesentliche zusammen. Ich empfehle aber, sich dann spätestens morgen einmal das gesamte Video anzugucken, damit man die Fragen, die da kommen, wieso klappt das jetzt auf einmal, was ist das für eine Analyse, dass man die auch beantworten kann. Okay? Zum Einstieg habe ich einen normalen Lüfterhochlauf genommen. Ich nehme einfach die Analyse FFT über der Zeit, die kennt noch jeder. Und betrachte das Ganze im Mark Analyzer. Und da sehe ich auf den ersten Blick, ja, da ist ein Ton, der pfeift hier wirklich prominent in dem ganzen Spektrum herum. Wir hören uns das am besten an. Wenn Sie einen Kopfhörer haben, nehmen Sie ihn. Das lohnt sich in diesem ganzen Tutorial. Ich werde einige Geräuschbeispiele abspielen. Hören wir uns das mal an. Ich play. Ja, der Ton ist deutlich, sticht hervor und wird auch mit steigender Drehzahl immer lästiger und unangenehmer. Wenn ich mich aber konzentriere und genau aufpasse, höre ich auch, da steigt das Rauschen an. Natürlich, der Wind wird immer stärker. Man muss hier aber wirklich darauf achten, dass auch ein Rauschen in diesem Gesamtspektrum zu hören ist. Und da sind wir schon beim Hauptthema. Wir haben zwei Arten von Geräuschen, wenn man mal so zwei Schubladen bildet. Es gibt einmal den Ton. Das ist ein sehr schmalbandiges, sich ständig wiederholendes, sinusartiges Muster. Und wir haben auf der anderen Seite Rauschen. Das ist genau das Gegenteil. Das ist breitbandig, unkorreliert, irgend so ein Pratsch. Und so unterschiedlich diese beiden Arten von Geräuschen sind, umso unterschiedlich wirken sie auf uns Menschen. Die Psyche arbeitet da sehr unterschiedlich mit der Interpretation. Ein Rauschen zum Beispiel hat eine beruhigende Wirkung. Man denkt da an Meeresrauschen. Da gibt es extra CDs oder auch mittlerweile Apps, die einen dann abends dann so ein Rauschen vorspielen, damit wir schön wieder einschlafen. Ein Sinuston hat genau die andere Wirkung. Wenn man von der Disco nach Hause gekommen ist mit so einem Tinnitus, ja, dann wird da kann man nicht einschlafen. Dann macht einen wahnsinnig, weil mein Hirn sich so darauf konzentriert. Van Gogh hat sich das Ohr abgeschnitten, so schlimm war das. Und wenn man das verstanden hat, fragt man sich ja auch, wenn ich nun ein Geräusch habe, was überwiegt denn in meinem Geräusch? Ist es das angenehme Rauschen oder das fiese tonale Elemente da drin? Ne? Was ist wichtiger? Und deswegen ist es immer sinnvoll, wenn es um Geräuschqualität geht, zu schauen, wer hat hier den höheren Pegel. Manuell gehe ich jetzt also hin, schnapp mir einen Cursor und gehe einmal hier auf den Ton und einmal hier in der Umgebung das Rauschen. Dann lese ich jetzt hier 54,8 zu 42,9. Das ist also schon deutlich tonal überwiegend. Aber Vorsicht, wenn ich da mal ein bisschen näher reinzoome, da habe ich den Ton gar nicht getroffen. Ich müsste das schon ein bisschen, jetzt haben wir schon 67. Und hier habe ich, wow, wow, wow. Also ich muss da schon wirklich genau das Maximum treffen.
und dann zur gleichen Zeit ja dann auch gucken, wie das Rauschen ist. Aber je nachdem, wo ich jetzt hier meinen Pegel aufgreife, habe ich völlig unterschiedliche Ausgangswerte und damit auch völlig unterschiedliche Differenzen. Das streut. So geht es nicht. Ich muss sicherstellen, dass ich auf jeden Fall das Maximum treffe und auch beim Rauschen irgendwie gemittelt im sinnvollen Bereich und dann auch standardisiert, dass ich dann noch immer das Gleiche habe. Zumal ich ja auch nicht gerade bei so einem Hochlauf immer wieder neu mit meine Cursor setzen will. Das muss einfach automatisch gehen. Gibt es sowas? Ja, die Idee gab es schon vorher. Die Analyse habe ich bereit. Wir schließen das hier mal. Die Analyse heißt Ton-Rausch-Verhältnis. Wir berechnen uns das einfach mal als 3D-Analyse. Und da sieht das schon deutlich übersichtlicher aus. Das heißt, hier sehen wir genau diese Differenz der beiden Pegel, die wird hier unten noch angezeigt. Und wir sehen, wir haben diesen einen Ton, der die ganze Zeit heraussticht. Das ist schon mal praktisch. So ein 3D-Diagramm hat den Vorteil, dass man erstmal einen Überblick verschafft, ob auch die Analyse genau auf die Effekte anspringt, die mich gerade interessieren. Und das tut sie. Es hat nur den Nachteil, wenn ich jetzt Richtung Lastenheft ziele, man kann anhand einer Farbkodierung schwer sagen, ist es jetzt noch gut oder schlecht. Deswegen ist es immer ratsam, hier auf eine 2D-Analyse auszuweichen. Dann wird dann der Pegel als Strich, der nach oben ausweicht, dargestellt. Wir nehmen also, das habe ich schon vorbereitet hier, die gleiche Analyse, Ton-Rausch-Verhältnis als 2D-Analyse, nehmen wir die weg und rechnen das Ganze nochmal neu. Damit das jetzt auch direkt funktioniert, ganz wichtig, ist es sinnvoll, eine Toleranzkurve mit einzufügen. Sonst habe ich wieder einfach nur einen Strich in der Landschaft. Diese Toleranzkurve gibt es auch als Standard. Tone-to-Noise-Kriterium nach ECMA 74. Ist nicht standardmäßig drin, ist aber sinnvoll. Ist nur eine Linie. Kann man sich da verknüpfen und schon ist im Diagramm drin. Wer die Linie nicht hat, ich packe die einfach als Download rein. In der Beschreibungsbox unten mal nachgucken, das ist geschenkt. Wir berechnen neu und sehen jetzt genau das, was wir sehen möchten. Hier ist unsere Grenzkurve, das heißt, zu tiefen Frequenzen muss es, das ist eine Eigenart unseres Ohrs, schon erheblich überstechen, also erheblich deutlicher Ton lauter sein als der Rauschpegel. Und dann ab 1000 Hertz reicht es, wenn es 8 dB überschreitet, um als tonal wahrgenommen zu werden. Und was jetzt überrascht, ist, dass unser fieser Lüfter hier nicht die Latte reißt. Mit 6 dB drüber ist er noch völlig in Ordnung. Passt nicht. Also ich finde es brutal tonal. Und dementsprechend nimmt man Abstand und sagt, irgendwie funktioniert diese ganze Analyse nicht. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Und der ist wichtig, dass man ihn versteht. Diese Analyse hier, Ton zu Rauschverhältnis, geht davon aus, dass wir eine konstante Situation haben. Wir haben hier aber, wenn wir uns nochmal die Analyse angucken und die Messung hier angucken, ich mache mal hier den Markeneditor auf, wir haben hier eine steigende Drehzahl. Wenn ich jetzt nur zum Vergleich einfach mal mich nur auf diesen Anfangsbereich konzentriere, wo alles noch nahezu konstant ist und dann nochmal nachrechne, jetzt kriegen wir ein ganz anderes Ergebnis raus. Wir sehen jetzt die Linie, die hier bis zu 14 dB reicht und damit über unserem Lastenheft ist. Das heißt, diese Messung ist tonal. Dieses Geräusch ist nicht mehr schön. Aber wieso kommt jetzt ein anderes Ergebnis daraus? Ich gehe nochmal zurück. Wenn ich jetzt zum Beispiel in diesen steigende Flanke nehme und rechne hier nochmal aus, das hatten wir eben ja auch mit drin, auch jetzt reißen wir die Latte. Das liegt daran, dass in diesem kurzen Zeitbereich das nahezu konstant ist. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen variiere, zum Beispiel jetzt diesen Bereich nochmal auswerte, dann haben wir plötzlich wieder ein völlig anderes Ergebnis, nämlich überhaupt keine Tonalität. Und das erzeugt natürlich Unsicherheiten. Was macht diese Analyse? Mal klappt sie nicht. Das muss man so verstehen. Während eines Hochlaufs spuckt ja dieser eine Ton in alle Frequenzen mal was rein. Wenn ich mir jetzt später dann das Ganze angucke und sage, ich habe hier einen Ton, aber nebenan in der Umgebung, in den Nachbarbändern, habe ich auch den gleichen Pegel. Das heißt, es gibt keinen Ton, der hervorsticht. Also, super Ton. Und das ist natürlich nicht das, was wir hier hören. Das heißt im Klartext, je nachdem, wie schnell ich meine Rampe durchlaufe, kriege ich andere Ergebnisse für meine Tonhaltigkeit vom Geräusch, was natürlich absurd ist. Das klingt immer gleichtonal, egal wie schnell ich die Rampe durchlaufe. Aber das ist das Schlupfloch für jeden Zulieferer. Der muss sich nur überlegen, das sieht man ja später auf dem Diagramm, nicht? Wie schnell stelle ich da meine Rampe ein und schwupps, haben wir das Lastenheft erfüllt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Auf der anderen Seite hat diese Analyse, wenn man mal guckt, Hümmele viele Einstellmöglichkeiten, DFT-Länge, Überlappung, Maximumzeit der Mittlungsdauer, um da irgendwie doch nochmal die passende Einstellung zu finden, um es dann doch als tonal
zu interpretieren. Und da merkt man schon, wenn man so ein ganzes Brett an Vorgaben gibt und so und so und so, damit endlich mal irgendwo mal jemand sagen kann, ist es tonal oder nicht. Das kann nur schief gehen. Es gibt noch einen anderen Nachteil bei dieser Analyse. Wenn ich mir das Geräusch nochmal genau anhöre, ist es so, hier wird wirklich der reine Pegel des Tons gegenüber seiner Umgebung verglichen und abgezogen. Das würde aber bedeuten, dass wenn ich das Gesamtgeräusch anhebe oder absenke, das Ergebnis immer gleich ist, was mir die Analyse ausgibt. Aber ist das auch bei mir so, wenn ich mir das anhöre? Probieren wir es mal aus. Ich grenze mal hier also auf einen kleinen Zeitbereich an und wir hören uns das einfach mal Originalpegel an. Ja, der ist fies tonal. Und jetzt hebe ich den Gesamtpegel an, also das Rauschen und den Ton. Fies. Ich empfinde das als erheblich tonaler, prägnanter, unangenehmer. Hier gehen wir in die andere Richtung. Ich mache es jetzt beides leiser. Das ist dann schon fast wieder angenehm. Also bei dem Ton kann ich auch einschlafen. Das heißt, wir Menschen haben schon eine Abhängigkeit vom Gesamtpegel und gucken nicht nur auf das reine Verhältnis. Und deswegen gibt es da eine Analyse, die darauf aufsetzt. Und zwar gehen wir jetzt zur Tonhaltigkeit nach DIN 45681. DIN ist erstmal grundsätzlich vertrauensschaffend. Das hat ein großes Gremium sich angeguckt und gesagt, Mensch, das macht Sinn, das standardisieren wir. Schauen wir uns da mal rein, was kommt dabei raus? Irritierend, zwei Farben, als 3D-Analyse auch nicht zu empfehlen. Ich gehe direkt mal zur 2D-Variante raus, ist ansonsten die gleiche Analyse. Hier brauchen wir, das ist der erste Vorteil, zum Beispiel keine Toleranzschemata, weil das ist da bereits schon mit integriert. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil ist, dass man sieht schon an der Einstellung, es gibt nur noch zwei Einstellgrößen, nicht vier. Auch das ist schon wieder ein Vorteil. Das geht dann in Richtung Standard. Da kann man nicht fuschen, da kann man auch nichts verstellen. Das ist einfach nach DIN. Wir rechnen uns das mal aus und bekommen jetzt wieder ein Ergebnis, das völlig frustrierend ist. Weil der Ansatz ist genau wie bei Tone-to-Noise-Ratio. Das heißt, wir haben auch hier das gleiche Problem, dass wir bei einer Messung, die halt sich verändert, kein Ergebnis erreichen. Ich gehe jetzt extra mal hier in den letzten Drehzahlbereich. Hier sind wir nahezu konstant und rechnen es dann dafür nochmal aus. Jetzt kriegen wir noch ein Ergebnis raus. Wir sehen also einzelne Peaks, Töne, die auffällig sind hier. Dieser 1000 Hertz Ton ist am wichtigsten und wir brauchen eben keine Linie. Wir kriegen jetzt hier ein Penalty angezeigt. Und zwar von 0 bis 6 Dezibel. Das ist die Idee. Das ist allein, funktioniert es nicht, sondern man berechnet einmal den Pegel in dBA und sagt, okay, das sind jetzt meinetwegen 60 Dezibel. Und weil dieses Geräusch aber so besonders tonhaltig ist, kriegt es dann nochmal so einen Zuschlag, so einen Strafzoll, nochmal 6 dB drauf. Das ist dann so störend wie 66 Dezibel. So der Ansatz. Damit also dieser Effekt, wie laut und wie leise es ist, wird damit abgefangen. Aber immer noch keine Analyse für, ja, sich verändernde Größen. Jetzt sehe ich hier gerade, sind hier mehrere Töne auffällig in unserer Messung. Und da stellt sich die Frage, wie geht eigentlich die Analyse damit um, wenn mehrere Töne drin sind? Bisher war mal der Ansatz, es gibt einen Ton und der Rest ist dann halt die Umgebungsrauschen. In der Praxis ist es so, wir haben oft mehrere Obertöne. Sei es die zweite, vierte, sechste Ordnung oder bei Getrieben, da Holz ja in alle Richtungen. Und alle sind gleichzeitig da. Da muss man einmal kurz einen Exkurs machen, der sich lohnt. Wie hören wir Menschen? Ich habe da mal so eine kleine Folie mitgebracht. Das kennt man aus dem Biounterricht. Wir hören in erster Linie über ein Trommelfell. Das geht dann über einen Steigbügel, wird es ein bisschen verstärkt. Rein in die Ohrschnecke, die ist flüssigkeitsgefüllt. Und entlang dieser Schnecke sind jetzt so kleine Haareszellen, die aufgrund ihrer Position wissen, welche Frequenzen gerade vorhanden sind im Signal und welche nicht. Man hat das schon lange untersucht. Man kann das einteilen in 24, das ist die berühmte Bach-Skala, 24 kritische Bänder. Boah. Einfach gesprochen. Wir Menschen hören mit 24 Mikrofonen, kann man sich das vorstellen. Und jedes Mikrofon hat einen ganz bestimmten Frequenzbereich, den es analysiert, je nachdem, wo es positioniert ist, diese Haarzellen. Er sagt zum Beispiel bei 1000 Hertz, ich höre nix. Und dann beim nächsten Mal, jetzt bei 1500 Hertz, sagt er, ah, ich habe ein Rauschen und meldet das ans Hirn. Das nächste kritische Band sagt dann, ich habe hier bei 2000 Hertz einen Ton, bei 2110 Hertz. Und es kann nur diesen einen Ton melden. Ist jetzt noch ein zweiter Ton in demselben kritischen Band, also in diesem kleinen schmalen Bänder, ist da noch ein zweiter Ton drin, wird er nicht wahrgenommen.
weil wir nur eine Meldemöglichkeit haben. Das heißt, der zweite Ton wird maskiert. Ein ganz wichtiger Effekt, der bei uns Menschen nun mal vorliegt. Bei einer Pegelberechnung, klassisch, wird das aufaddiert. Wenn das im selben Terzband drin ist, sagt man, guck mal, das ist aber besonders laut. Der Mensch sagt, höre ich nicht. Da gibt es die ersten großen Unterschiede. Wir müssen bei Tonhaltigkeit wirklich darauf achten, wo der Gesamtpegel ist. Das heißt, die Frage ist, ist er noch in der gleichen Skala drin, in dem gleichen kritischen Band drin oder ist er außerhalb? Sobald die Töne jetzt außerhalb liegen, das heißt, wir haben eine so weite Frequenztrennung, dass wir hier in zwei Bark-Skalen sind, können beide Mikrofone das ans Hirn melden und hören plötzlich zwei Töne. Erst dann sind sie innerhalb einer Skala. Wird das als Schwebung gehört oder als Modulation oder schlimmstenfalls bei 70 Hertz Trennung als Rauigkeit, das ist ganz fies, aber wir hören den zweiten Ton nicht. Okay? Wie wird das in der Praxis denn berechnet von Analysetechniken? Man sieht schon, das ist, wenn man so logarithmisch aufträgt, sieht man, das kommt ungefähr mit dem Terzspektrum hin. Deswegen hat sich das Terzspektrum auch in der Vergangenheit immer so bewährt. Oktavspektrum war viel zu grob, aber Terzspektrum entspricht den ungefähr unserer persönlichen Frequenzauflösung. Aber auch nur ungefähr, man sieht schon, im tiefen Frequenzbereich sind wir sehr grob. Wir können also 20, 30, 40 Hertz, da können wir immer nur einen Ton drin wahrnehmen. Deswegen gibt es auch ISO-Ansätze, dass man sagt, wir müssen diese ganzen Terzbänder zusammenfassen und so. Letztendlich immer die Motivation, irgendwie das menschliche Gehör abzubilden. Und dann kann mir die Analyse auch helfen, wenn sie mir nochmal meine Empfindung widerspiegelt. Gefährlich ist jetzt nur, man sieht, diese Bänder decken sich nicht eins zu eins immer mit unserer Empfindungsskala. Und da ist die Krux. Das heißt, es kann passieren bei einer klassischen Analyse, dass er sagt, ich kann hier zwei verschiedene Frequenzen sehen. Der Mensch hört sie vielleicht nicht. Aber je nachdem, ob das Band nun mit dem menschlichen Band zusammenpasst, sagt er entweder, es wird addiert oder es wird als Rauschen interpretiert. Je nachdem, ist es supertonal oder ist das ja nur noch eigentlich überhaupt nicht mehr tonal. Willkür, man muss es so hart sagen, es kann nicht funktionieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir Analysen verwenden, wenn wir können, die diese Bark-Skala verwenden und dann passt es auch zu unseren Empfinden. Gibt es. Wir gehen also einen Schritt weiter. Wir verlassen die Tonhaltigkeit und nehmen als nächste Analyse die spezifische Prominenz hier als 3D-Diagramm über der Zeit. Und die hat den großen Vorteil, dass wir hier bei den Einstellungen auch wirklich uns von den Terzspektren verabschieden können, sondern benutze doch bitte die Frequenzgruppen des menschlichen Gehörs. Ich nehme die Analyse gleich noch ein zweites Mal mit dazu, mit der einen Unterschied, dass ich diese Funktion nur Töne anzeige. Beim ersten Mal habe ich sie noch drin, beim zweiten Mal bewusst abwähle. Ich zeige gleich, was das ausmacht. Und um ein bisschen Zeit zu sparen, nehme ich auch noch diese dritte Analyse mit dazu. Und wir nutzen das noch ein letztes Mal auf unserem Hochlauf, dann aber bitte schön über den ganzen Zeitbereich und rechnen das aus. Den brauchen wir nicht mehr und gucken uns das einmal an. Ja, und da sehe ich, da ist auch wieder mein Heuler, der hier langsam hochläuft. Wenn ich es mir nochmal mit normaler Lautstärke anhöre, höre ich aber bereits hier, dass er tonal stört, auch durchgehend stört. Und in der Analyse taucht er immer wieder ab. Also ich sehe, wenn ich dann reinzoome, dass hier doch immer wieder solche Lücken entstehen, die ich nicht nachvollziehen kann. Was passiert? Diese Analyse sucht mit der Einstellung nur Töne, auch wirklich nur nach dem reinen, perfekten Ton, wie er in der Realität nicht sehr oft auftritt. Man stellt sich einfach vor, wenn ich ein Bauteil habe, das bei 500 Hertz resoniert und ich das breitbandig anrege, dann wird nicht bei 500 Hertz ein klarer Ton entstehen, sondern auch die 490 Hertz, genauso wie die 510 Hertz Energie, wird die Mode anregen. Also das ist mehr so ein schmalbandiges Rauschen, mehr ein entsteht. Wir Menschen hören das immer noch als Ton. Das schafft das Hirn. Das sagt, das ist ein bisschen verrauscht, aber da ist doch der eine Ton, den nehme ich raus und sagt, stört. Das heißt, wir sind da etwas großzügiger in der Interpretation als so eine Analyse. Deswegen gehen wir auch gleich den Schritt weiter. Ich nehme also die erste weg und sehe jetzt mit der Einstellung, ruhig nochmal in den kompletten Zoom, das ist wieder unser Hochlauf und jetzt passt es. Also wenn ich jetzt hochlaufe, leicht tonal, und hier wird es dann zunehmend tonaler. Jetzt ist er so großzügig, wie wir Menschen das auch sind. Und wir werden auch durchgehend jetzt als tonal markiert. Was ich aber auch feststelle, ist, das ist doch nur dieser eine Ton. Und mit dieser Großzügigkeit interpretiert er auch andere Rauschelemente plötzlich als tonal, die ich so nicht raushöre.
Das heißt, wenn ich daraus jetzt einen Gesamtwert bilde, sag mir, wie störend ist der Ton, wird er sich durch diese anderen Werte natürlich beeinflussen lassen und es verrauscht das Signal. Entsprechend habe ich hier auch keinen Gesamtwert von vornherein. Deswegen gucken wir uns die dritte Analyse an. Ich blende die auch nochmal aus. Tja, ja. Und da habe ich genau das, was ich höre. Ich habe den durchgehenden Ton und sonst nichts. Was ist das für eine Analyse? Spezifische Tonhaltigkeit aufbauend auf dem Gehörmodell. Das ist neu und es ist gut. Wie arbeitet diese Analyse? Von Anfang an ein komplett anderer Ansatz. In jeder einzelnen Bark-Segment wird geschaut, was hörst du da drin? Hörst du einen Ton oder hörst du ein Rauschen? Und das guckt man sich überall an. Das heißt, welche Informationen bekommt das Hirn von seiner Schnecke? Okay? Und dann kann es zum Beispiel sein, okay, du meldest nur Rauschen, interessiert mich nicht. Nur Rauschen, interessiert mich nicht. Du meldest einen Ton, interessant, wie viel hast du? Wie laut bist du? Nicht wie viel Pegel, wie laut, das ist ein Unterschied, Maskierungseffekte drin. Und sagt, okay, das ist also schon recht laut, was haben wir sonst noch? Ich habe auch einen Ton, meldet noch ein anderer. Vergleich, nee, aber wenn der da ist, hört man dich nicht mehr raus, du bist ja viel zu gering, also weg. Alles schwarz, aber dieser eine, der ist jetzt prominent. Komplett anderer Rechenansatz und deswegen haben wir dieses deutliche Ergebnis. Wir sehen wirklich genau das, was uns stört, kriegen wir richtig so vorgehalten. Und damit kommen wir sehr gut weiter. Deswegen gibt es hier tatsächlich auch schon bei einer 3D-Analyse eine Gesamtinterpretation der Tonhaltigkeit. 2,53 TUHMS. Was ist das jetzt wieder Einheit? Steht für Tonality Unit aufbauend auf dem Hearing Model von Professor Sottek. Ich sage einfach mal TUMS. Klingt so ein bisschen nach Auenland, ist aber sehr gängig. Diese Einheit gibt mir also insgesamt einen Wert, wie tonal empfindet man dieses Gesamtgeräusch. Also als Faustregel kann man sagen, bei 0,1, sehr kleiner Wert, ist ein Geräusch überhaupt tonal hörbar. Das ist also die Schwellgrenze, wo man sagt, ja, warte mal, da ist irgendwie was drin. Das ist kein Thema. Bei 0,4 kann man sich merken, ist er prominent tonal. Dann sagt man, okay, das ist jetzt, ich höre es, es fällt mir auf, es ist für mich prägnant. Ist halt so bei Eigenbetriebe. Bei 0,8 ist so meine persönliche Grenze, sage ich, jetzt ist es aber schon so, dass man es als störend wahrnimmt. Aber diese Grenze kann sich jeder selber festlegen. Wir haben jetzt erstmal alle Analysen kennengelernt und jetzt machen wir den ultimativen Praxistest. Mal richtige Messungen, die herausfordernd sind, wie sie sich da schlagen. Wir lösen es also von diesem Fan-Run ab und nehmen jetzt mal so einen Motorstart. Ich werde erstmal alle anderen Mark-Analyzer, die wir haben, schließen. Diese ganze Gruppe einfach weg. So. Holen uns alle Analysen nochmal, die wir gerade kennengelernt haben, dazu und rechnen das aus. So, wir gucken jetzt erst einfach nur mal drauf. Wir stellen fest, okay, hier passiert einiges. Hier ist sehr laut. Da haben wir noch so einen durchgehenden Ton. Aber wer gut aufgepasst hat, weiß, dieser Ton hier ist zwar nicht lauter als die anderen, aber in seiner Umgebung ist relativ wenig, könnte vielleicht das Problem sein. Jetzt hören wir uns erstmal das Geräusch als Ganzes an. Phew, phew, phew. Okay, wo kommt das her? Ich nehme da ganz gerne einmal diesen Playback-Spot hier. Da oben ist alles ruhig. Da. Das ist das, was auffällt, das ist das, was stört. Im Vergleich jetzt hier zum Beispiel, da ist viel Pegel. Ja, das ist viel laut, aber das ist nur ein Rauschen. Das stört mich nicht weiter. Hier, das ist das, was mich stört. Jetzt haben wir schon mal verstanden, wo das Problem ist. Jetzt wollen wir mal gucken, wie diese Tonhaltigkeitsanalysen mir das direkt anzeigen, ohne dass ich erst in der großen, ja, wilder Welt hier einer FFT das suchen muss. Gucken wir uns also mal das Ton-Rausch-Verhältnis an. Das ist zu schnell. Ist ja nur ganz kurz mal da und dann direkt nach wieder weg. Und jetzt haben wir noch verändernde Drehzahlen. War klar. Tonhaltigkeit. Wir erkennen einen Ausschlag. Er sagt auch, wir geben dem 3 Dezibel Zuschlag bei einer Frequenz von 2500 Hertz. Ist uns was aufgefallen? Nochmal schnell gucken. Schauen wir nochmal schnell nach mit dem Cursor. Das ist dieser Ton, der tatsächlich ja hier stehen bleibt bei 2500 Hertz. Das passt schon. Also erkannt. Ich kriege aber nur als Rückmeldung, du hast ein 3 Dezibel Zuschlagsproblem. Das hilft mir nicht in der Entwicklung zu sagen, okay, wie kommen wir jetzt runter? Wo ist genau das Problem? Das ist einfach nur so ein Strafmaß für alles. Nicht greifbar. Gehen wir deswegen weiter. Spezifische Prominenz. Nur Töne.
Da sehen wir, okay, der Ton wird hier erkannt. Wir können also ein bisschen reinzoomen. Ja, aber auch sonst, erstmal weg, hier an dieser Stelle wieder kurz erkannt, aber wir sehen auch viel einzelne Flecken, dass der gar nicht so auffällig ist, wie wir uns das jetzt erwartet hätten. Außerdem fehlt mir hier unten dieses Wuhuhu. Am Ende kommt hier nochmal ein bisschen was deutlicher raus. Dann gehe ich nochmal einen weiter, also das ein bisschen großzügiger zu betrachten. Ja, spezifische Prominenz hat jetzt hier, dass er laut und dann abfallende Flanke und auch dieses Wuhuhu am Ende kommt hervor. Deswegen habe ich spezifische Prominenz immer verwendet, wenn es um Tonhaltigkeitsprobleme ging. Wir haben aber leider das Problem, dass wir auch wirklich sehr viel Spratz da drin haben, sodass wir einen Gesamtwert daraus nicht definieren sollten. Das ist dann zu vage. Okay? Deswegen gehe ich gerne noch eine Analyse weiter. Ja, das ist genau das, was ich höre. An dieser Stelle und hätten dieses... Alles andere ist irrelevant für unsere menschliche Wahrnehmung und ich kriege auch direkt einen Wert. 0,587. 0,4 war, ab jetzt wird es tonal, aber meine Grenze ist so 0,81, wo man sagt, jetzt hast du echtes Problem. Kann man also noch so hinnehmen. Wir gehen direkt zum nächsten Beispiel. Da habe ich eine Windturbine und, ach, wir machen schnell, noch einen elektrischen Motor. Ich denke, wir können uns die ersten Analysen schenken und konzentrieren uns nur auf die letzten beiden Analysen. Jetzt beim Mark Analyzer möchte ich, dass er auch hier die beiden Analysen untereinander darstellt. Das geht jetzt alles etwas flotter. Berechne das einmal aus. Da gehen noch zwei Mark Analyzer jetzt auf. Da sind sie. Ich werde jetzt einfach die letzten beiden Mark Analyzer nebeneinander sehen. Man sieht sie, hier sind sie. Das heißt, da mache ich eine neue Gruppe draus und sage, die bitte nebeneinander darstellen. Dann kann ich das gut miteinander vergleichen. So, was sehen wir jetzt hier? Links ist die Windturbine, spezifische Prominenz. Wir sehen ja, hier hat eine ganz klare tonale Komponente. Wird autoskaliert bis 28 Dezibel, das ist ein ziemlich hoher Wert schon. Und der elektrische Motor, gleiche Analyse, wird hier gerade mal auf 16 Dezibel autoskaliert. Das heißt, der ist nicht ganz so fies zu uns. Hören wir uns das doch mal an. Erst die Windturbine. Ja, der Ton ist deutlich. Und jetzt im Vergleich dazu der Elektromotor. Ah, stopp! Fies. Also ich empfinde den deutlich fieser als die kleine Windturbine. Hatte ich anders erwartet. Was macht denn die Tonalität, spezifische Tonhaltigkeit mit dem Gehörmodell? Hier sehen wir einen Wert von 2,2 bei der Windturbine. Und hier wird er auf bis 4 hochskaliert. Wir sehen jetzt auch einen Klartext, wenn ich sage, dieser Gesamtwert, den wir hier nur haben, 1,4 Tums für die Ton. Okay, das ist schon überlästig. Ja. Aber hier, der hier, der ist mit 1,6 Tums einfach unerträglich. Das heißt, hier stimmt das Verhältnis wieder, so wie man das auch erwartet. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die spezifische Prominenz zwar die Bach-Skala benutzt, das war richtig ein guter Schritt, was sie aber immer noch macht, ist, sie nutzt weiterhin den Pegel. Da wird einfach alle Energien aufaddiert und gesagt, guck mal, so viel haben wir hier drin. Während das Gehörmodell sagt, nee, pass auf, das kannst du alles vergessen, das hört er eh nicht. Ja, wir haben hier Lautheit, wir gucken, was hört der überhaupt und nur dieser Effekt ist wichtig und das alles andere kannst du vergessen und wegschmeißen. So. Und das ergibt natürlich sehr oft massive Unterschiede. Ob etwas gut oder schlecht ist, kann ich wirklich mit Hilfe dieser Tonhaltigkeit auf Gehörmodell viel besser ablesen. Kommen wir zum Abschlusstest. Mein letztes Beispiel ist ein Drucker. Ich nehme die beiden nochmal raus. Nehmen wir ruhig nochmal alle Analysen mit da rein und rechnen das im Mark Analyzer aus. Als erstes sehen wir natürlich wieder die FFT. Wenn ich so drauf gucke und sage, wo ist da was tonal, sehe ich jetzt erstmal nichts. Hier unten, das könnte man vielleicht noch als tonal interpretieren, ansonsten ist das Geräusch eigentlich völlig sauber. Hören wir uns das einfach mal an. Da ist was. Ein Trick ist, um zu verstehen, was an dem Gesamtgeräusch stört, einfach mal das Geräusch nachahmen. Also ich höre ein Gololok duit, Gololok duit. Und schon weiß ich, was wichtig ist. Dieses Glalalak, so ein Klappergeräusch, Knister, Knaster, da gibt es wieder eine andere Analyse für hervorragend. Das würde ja hier aber den Rahmen sprengen. Hier geht es um Tonhaltigkeit. Das heißt für uns wichtig, duit, duit,
Das sind die tonalen Komponenten, die so prägnant für diesen Drucker stehen. So. Wieso sehe ich das nicht? Ich schaue noch mal rein. Okay, das ist klar. Wie viel, viel. Wir gehen jetzt noch mal auf eine typische FFT-Suche. Da oben ist es nicht. Da nicht. Da nicht. Da ist es. Warte mal. Ein bisschen einengen. Hä, ich sehe das überhaupt nicht. Warte mal, hä? Da ist er, aber ich sehe nichts. Warte mal, da. Dieser kleine Pimpf ist wie fast unsichtbar, aber so präsent, weil, wenn er auftritt, gerade keine maskierenden Effekte drin sind. Okay, jetzt wollen wir mal gucken, wie Analysen das finden. Gehen wir mal durch. Wir gehen jetzt zurück in den normalen Zoom-Status und gehen auf die erste Analyse. Schauen wir uns Ton-Rausch-Verhältnis an. Nichts. Das ist auch ein bisschen wirklich ein schweres Beispiel. Nächstes Tonhaltigkeit nach DIN. 0 dB Zuschlag, habt also diesen kleinen kurzzeitigen Ton nicht wahrgenommen. Spezifische Prominenz über der Zeit. Hier geht's los. Diet, diet. Ganz klein zu erkennen, aber er wird herausgefiltert. Was mir noch fehlt, ist dieses Das ist ja ein Duet. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter, weil ich war das mit seiner nur Töne-Einstellung wieder zu penibel. Nee, auch hier nicht drin. Wir haben jetzt hier deutlich, das ist gut. Also ich selbst aus dem Winkel kann ich heraus sagen, guck mal, da ist er. Tiet, tiet, tiet. Also es wird deutlich präsent mir gezeigt, da hast du ein Problem. Ich sehe aber auch, dass hier sehr viele andere Energien aufgelistet werden. Das heißt, bei einer 2D-Analyse verschwimmt das im Endeffekt wieder. Gehe ich zu meinem letzten Hoffnungsträger, die Tonhaltigkeit nach Gehörmodell. Ja, da ist er doch. Dudit, dudit, dudit. Also, ja, genau das, was ich höre, was ich wahrnehme, das, was mich stört, was typisch für diesen Drucker ist, genau das und nur das zeigt er mir an. Alles andere wird ausgeblendet und sagt, Drucker ist dudit, dudit, dudit. Schaue ich mal auf die Werte, sehe ich hier auch gesamt für diesen Drucker 0,48 Tums. Das heißt, er ist schon tonal. Ich empfinde es als tonal. Diese Werte wurden auch mit unzähligen Hörversuchen abgeglichen. Das ist wirklich korrekt. Und die Spitze wird irgendwo bei 1 erreicht. Das sind diese kurzen Momente, wo immer dieses Fieps doch wirklich schon an störend mir auffällt. Das heißt, bereits in der 3D-Ansicht erkenne ich, dass die Analyse genau das versteht, was ich von ihr möchte. Und das gibt mir den Mut zu sagen, jetzt gehen wir auf die 2D-Analyse. Hier wäre jetzt nochmal die Zusammenfassung für alle, die jetzt gesprungen sind, nach hier hinten nochmal zusammenfassend. Wir haben eine Analyse gefunden, die da heißt Tonhaltigkeit. Spezifische Tonhaltigkeit aufbauend auf dem Gehörmodell. Davon gibt es auch 2D-Analysen. Ich habe hier schon mal ein paar vorbereitet in verschiedenen Varianten. Das ist großartig. Zum Beispiel kann ich jetzt hier hingehen und sage, einmal über der Zeit den Wert der Tonhaltigkeit. Ich kann mir aber auch die Tonhaltigkeitsfrequenz über der Zeit zusätzlich mit anzeigen. Ich nehme mal die ganzen anderen Analysen raus, vielleicht die letzte nochmal drin. Und jetzt gucken wir uns das nochmal komplett für alle, die hier zugeschaltet haben. Dieses hier nochmal an. Die verschiedenen Messungen und diese eine Analyse soll uns einfach Aufschluss darüber geben, ist das Geräusch gut oder schlecht und wo ist das Problem. Der Marktanalysator soll die ganzen Analysen mal untereinander legen und wir rechnen das einmal aus. Da gehen jetzt 5 weitere Marktanalyser auf. Ich fange mal vorne an. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir sehen, das war unser Lüfter und ich sehe auf einen Blick, okay, hier haben wir ein Lüftungsgeräusch, das wird nach und nach immer lauter und genau das wird in dieser 2D-Analyse auch gezeigt, hier für binaurale Aufnahme. Nach oben raus wird es immer fieser und ich erkenne auch hier direkt, startet bei 500 Hertz und landet dann irgendwo bei 1000 Hertz am Ende. Auf einen Blick, komm, zack, nächster Wert. Hier habe ich, okay, hier ein Fiu, Fiu, Fiu von diesem Starter. Hier ist er am lautesten, hat einen Wert von über einem Tum, das heißt inakzeptabel von meiner Ansicht her. Und ich sehe auch hier die Frequenz. Ein kurzer Überschwinger hier bei 2500 und dann schwingt er leicht ab. Am Ende gibt es noch so ein leichter Brummer unten. Okay, müssen wir dran arbeiten. Nächstes. Die Windturbine. Immer wieder ein bisschen schwankend, aber durchgehend bei also 900 Hertz durchgehend. Problem, zu laut. Habe ich verstanden. Nächster. Stopp. Stopp. Fies. Elektromotor, hier besonders, ich sehe es in der 2D-Analyse, direkt hier haben wir ein Problem bei 2000 Hertz. Es gibt auch mal Bereiche, dann wird es etwas weniger, da können andere Ordnungen sich nochmal durchsetzen. Hier aber das ist unsere Hauptlinie, stört die ganze Zeit weit
über 3 Tums, das ist ja jetzt auch nicht im Auto, das ist ja auf dem Getriebeprüfstand. Da kann sich ja jeder jetzt seinen eigenen Grenzwert festlegen. Er kann sagen, wenn du dein Getriebe bei uns einbaust, dann musst du unter 1,5 Tums bleiben. Und das Schöne bei so einem Lastenheft ist, dass ich nicht sagen muss, in der zweiten, in der dritten, in der vierten Ordnung, bei da und Oktavband, sondern ich sage einfach, du bleibst mir unter diesem Wert, dann weiß ich, es klingt gut. Es vereinfacht für alle die ganze Arbeit. Und ich kann in einem 2D-Diagramm, wenn ich jetzt noch verschiedene Varianten ausprobiere, ja ganz direkt sehen, wie viel bringt mir das im Pegel oder schaffe ich es sogar so weit, dass die Tonalität ganz verschwindet. Alles das kann man auf einen Blick sehen. Ein Beispiel habe ich hier noch, das war der Drucker. Ich drücke nochmal auf Play. Dudit, dudit, dudit. Auch das sehe ich auf einen Blick. Es geht an Du, ist 0,8, das ist so meine Grenze. Da oben raus ist definitiv störender. Und wir sehen auch die Frequenzen, das ist einmal unter 100 Hertz und die zweite Frequenz ist bei 2 kHz. Zack, ganze Problem verstanden, weiter geht's. Man merkt, ich mag diese Analyse. Sie ist unglaublich leistungsstark. Sie kann mir aus so einem komplexen Geräusch mir genau die einzelnen Töne anzeigen, an denen ich besser arbeite, damit das Gesamtgeräusch besser klingt. Das ist ein Turbo in der Entwicklung. Die ist mir direkt ans Herz gewachsen. Die ist relativ neu, aber bereits jetzt schon unter meinen 5 Lieblingsanalysen, die man so im ständigen Umgang braucht. Vielleicht mache ich mal so ein YouTube-Style-Video, My Top Favorite Acoustic Analysis. Das wäre interessant, wenn ich Zeit habe. Vielleicht sagt sich der eine oder andere jetzt, oh, das war jetzt schon interessant. Wo gibt's das? Ich zeige es mal eben. Im Pool-Projekt einfach neues Element und dann gibt man eine Tonhaltigkeit, da sieht man schon, spezifische Tonhaltigkeit nach dem Gehörmodell. Wenn Sie das jetzt nicht bei sich sehen, dann kann es genau 3 Gründe dazu geben. Erstens, Sie haben die falsche Version von Artemis, das ist die Version 9.2. Ab dann ist das verfügbar. Also einfach updaten und dann kommt die Analyse hinzu. Zweiter Grund wäre, Sie haben nicht die entsprechende Lizenz. Gucken wir nochmal hier rein. 5001 oder 6, das ist die Grundanalyse-Lizenz, die hat jeder. Und dann eben noch die 5016, Advanced Psychoakustik. Nur diese eine Lizenz brauchen Sie, dann können Sie es komplett nutzen. Das rechnet sich schon mit dem ersten Projekt. Also kein großes Hindernis, Sie haben alle Argumente auf Ihrer Seite. Und da drittens, Sie haben nicht Artemis Suite, also gucken in einer anderen Software. In dem Fall, nicht schlimm, können Sie neben dem 5016er einfach auch eben diese Grundlizenz noch dazu holen und dann können Sie das auch nutzen. Sie müssen jetzt nicht komplett umsteigen. Sie können ja einfach eine einzige Lizenz bei sich irgendwo am Arbeitsplatz hinstellen und jeder, der mal ein Problem mit Tonhaltigkeitsgeräuschen hat, der nimmt dann dieses Sonderwerkzeug mal eben raus und kann das dann ganz schnell abarbeiten. So, ich bin durch. Aber jetzt sind Sie dran. Hausaufgabe. Probieren Sie es aus. Nehmen Sie diese Analyse und werten damit Ihre eigene Messung einmal aus. Sie haben bestimmt irgendwo mal eine Messkampagne gehabt, wo Sie so ein Tonhaltigkeitsproblem hatten und gucken mal, wie das mit Hilfe dieser Analyse Schritt für Schritt diese einzelnen Maßnahmen dokumentiert werden. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach bei uns. In der Beschreibungsbox unten lege ich einfach so eine E-Mail-Adresse ab, da können Sie sich melden. Ansonsten kurzer Kommentar hier bei YouTube auch gerne gesehen. Viel Spaß damit. Oh, schon Mittag. Tschüss.